So, und damit hallo und herzlich willkommen zur 137. Folge in Forza Horizon, heute im Lamborghini Murcielago SV natürlich, ich meine, welcher sonst? Und zwar der LP 700, nein, 670-4, 4 für 4 angetriebene Räder, also Erdantrieb, 670 PS für die Leistung. 670 fucking PS. Nur 30 weniger als der Nachfolger der Aventador. Und ich glaube 10 mehr als der Diablo SV, der Vorgänger, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und zwar aus einem richtig, richtig dicken 6,5 Liter großen V12 Saugmotor. Das ist schon nett. Das ist echt nett. Muss man mal sagen. Und halt die Optik eines Lambos, ne? Lamborghinis, die sehen einfach eigentlich immer ziemlich brutal aus. Und der hier ist natürlich genauso. Hier auch schön Mittelmotor. Und auch mal die Türen, ne? Warte. Das ist geil, ne? Das ist geil. Das müssten Scherentüren sein. Genau. Und der Ferrari hat ja Schmetterlingstüren und ein SLS Flügeltüren. Das hier müssten Scherentüren sein, wie eine Schere gerade nach oben aufgehen. Hat auch, glaube ich, soweit ich weiß, nur Lamborghini und kein anderer Hersteller. Und ich meine, hinten die Frittentheke. Das ist eine Theke, Leute. Da kannst du wirklich drauf frühstücken oder drauf essen. Nicht hier so ein Mini-Ding, so 5 cm. Das ist wirklich eine richtige Theke. Ist auch riesig, ne? Und halt ist auch richtig breit, der Lambo. Ich meine, wie der halt aussieht. Ja, das ist alles andere als schmal. Und auch die Außenspiegel. Also, ich denke mal, 2 Meter breit ist der locker. Wenn nicht sogar 2,10 Meter. Aber wir tunen dann erstmal. Denn man kann ja auch was ranbauen an das Ding. Und falls es jemand nicht weiß, den Wagen kann man nicht im Autohaus kaufen oder in der Automesse. Die kann man nur bei Nachtduell gewinnen. Halt gegen diesen Wagen, logischerweise. Und was hier dran geht, ist ein Liberty Work Body Kit. Ich meine, Lambo. Ja, ich mache das nochmal so von vorne seitlich. Der ist schon breit und brutal. So, Magie. Ja. Wie man einen Lambo noch brutaler machen kann, nämlich genauso. Ich meine, Alter, wie breit. Der ist nochmal durch die ganze Zeit gebreiter geworden. Weil der Lambo, der ist ja schon so ziemlich krank. Und dann noch mal ein bisschen drauf tun, ein bisschen hier, ein bisschen da, ey. Wie breit er ist, auch wenn er verschlappen hat, ne? Der, glaube ich, Serie hinten, ich denke mal so 3,35er sind das locker. Wenn nicht sogar noch mehr. Und das ist schon. Das haben eigentlich auch das, zwei Reifen als Gesamtbreite. Für beiden Reifen an einer Achse. Das ist schon bitter. Machen wir rauf auf dieses Auspuffrohr, ne? Die an sich so ein einzelnes großes. Weil das jetzt zack so. Ey, ich finde, das sieht richtig geil aus. Nehmen wir mal. Wir könnten natürlich ja noch, genau, wir könnten Twin Turbos aufklatschen, die über 200 fucking kW und damit so, bringen so ungefähr 300 PS. Wir kommen dann so schon in die Richtung von 1000 PS. Ja, ne, dann auch schon S2, machen wir natürlich nicht. Der Wagen soll nicht so krass abgetunt werden. Könnten wir Antrieb wechseln auf Heckantrieb, was ich ziemlich bescheuert finde. Das war's dann auch schon. Aber hier geht noch hinten ein Spoilerchen ran. Zabo. Hier der Forza-Spoiler, der ziemlich. Der sieht irgendwie ziemlich klein aus. Und halt, ja. Da muss ich nichts mehr zu sagen. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben in Forza so einen breiten Spoiler gesehen. Ich meine, auch schon von der Seite, wie der aussieht, ne? Das ist. Kann man das doch spoilern? Da kannst du, da kann die ganze Mannschaft drauf frühstücken auf dem Ding. Das ist ja auch, das ist ja auf jeden Fall breiter als 2 Meter, das Ding. Boah, das ist mir aber zu krass. Wir lassen den normalen. Der ist ja schon, der ist in Ordnung, würde ich sagen. Der ist mir doch ein bisschen too much. Naja. Denn wir könnten andere Reifenmischungen machen. Es geht Sport, Rennen, Horizon Rennen. Und natürlich auch Hot Wheels gehen drauf. Was? Erstmal die Felgen müssen größer. Und es bestimmt schon 20 Zoller sind. Aber ich meine, ne? Fuck ja, wir fahren einen dicken Lambo. So, vorne 245er. Das sieht ziemlich süß aus. Okay, 295er ist gebongt. Ups, das war ein wenig zu viel. Und hinten, genau, 335er haben wir, war ich sogar richtig. Und 375er Reifen. Alter, das ist 37,5 cm Reifen. Auf jeder Seite, hinten von dem Auto. Das macht zusammen 75 cm Reifen.
hinten. Das ist einfach nicht mehr normal, aber mir gefällt's. So, wir haben vorne 19. Ach, geht ja noch eigentlich. Und hinten auch, ey, 19 Zoll auf dem Lambo, ey, das ist doch viel zu klein. Und die Serienfelgen, die mag ich auch nicht ganz so. Gucken, was der Shop da so anderes bietet. Ich muss sagen, ich fand sogar, die sehen so ein bisschen den Felgen ähnlich, wie sie beim Gallardo waren. Also beim ersten Gallardo. So ein bisschen. Also da, wir können auch ruhig, der Felgen, wir müssen da irgendwie nicht klein, wir können richtig klotzen. Weil der Wagen, der braucht dicke Felgen. Kann auch so ein bisschen schickimicki aussehen. Ich fand Bravos. Ja. In einer anderen Farbe könnten die vielleicht, aber auch nichts irgendwie gegen so ein bisschen Tiefbett gegen. Nee. Was kann man denn da Schönes nehmen? Das können ruhig auch richtige Protzfelgen sein. Weil Lambo ist schon. Ist das schon ein dickes Auto. Ein richtig, richtig dickes. Nicht nur vom Auftreten. Leider ist der Wagen auch ein wenig Übergewicht. Ja, das ist Tiefbett. Da passen ja noch bei den Autos noch ein Reifen da rein in die Felge. Okay. Sieht alles sehr von rot die Form. Nee. Guck mal weiter. Also waren schon gute Felgen bei der ersten Kategorie. Ich will mal weiter gucken. Vielleicht noch was Besseres ist. Ich meine, hat so ein bisschen Style von so Dub-mäßig was. Der Wagen ist aber auch schwer, gute Felgen zu finden. Boah, auch hier richtig, Alter. Er sieht scheiße aus mit so, aber. Ich glaube, bei den Wagenüberträgen geht es auch fast gar nicht. Weil der übertreibt selber schon. Ich weiß nicht, ich finde die Rotiform CBU geil. Gucken wir nochmal hier schnell durch. Ich weiß nicht warum, aber ich finde die geil. Ich mach die erstmal auf. Natürlich eine andere Farbe, klar, die müssen dunkler. Vor allem auch größer. So, 21er? 20er? Ach, 18er waren das, oh Gott. Ist ja süß. Und hinten auch. Ich hab mich trotzdem verlesen. Hier gehen nur 20 Zoll darauf, also nur, ne? Ist natürlich schon echt bitter, weil 20 Zoll sind halt schon ziemlich klein. Also das ist für ein Lambo echt gar nicht mal so viel. Also für so einen Riesen-Lambo vor allen Dingen. Ich glaube, auf dem Huracan geht das doch, aber auf so einem Aventador, da kann ruhig auch mal. Jetzt im Spiel, da geht schon mal ordentlich was drauf, finde ich. Wenn nicht, weiß ich habe noch keinen Aventador live gesehen. Würde ich aber gerne mal. Das Ding sieht wahrscheinlich mega brutal aus. Mit dem Huracan, der reicht ja auch schon. Habe ich den schon gesehen? Huracan? Ich weiß gar nicht. Und oh, tief. Machen wir auf jeden Fall. Auch diese Form, ne? Von der Seite. Und hinten diesen Abschluss mit dieser Theke. Ich liebe es einfach. Ich liebe es. Wir machen mal so Anfang S2. Ja, der Kollege wiegt auch über 1,7 Tonnen. Das ist ein bisschen viel. Machen wir so ein bisschen über 1,6. Und der Wagen verträgt ein kleines, aber für ein kleines bisschen Leistung. Machen wir 700 PS oder wie viel machen wir da rein? Wenn wir das auch genau hinkriegen. Ich glaube, waren 515 kW 700 PS oder waren das 522? Ich glaube, das waren 515. Ich werde gleich nochmal nachgucken. Kurz in Forza. Ich habe jetzt keinen Rechner oder so hier, den ich benutzen könnte. Aber ich mein Handy benutzen natürlich. Moment. Also Handy, so. Dann Rechner. 515 mal 1,36 sind 700 PS. Perfekt. Und haben wir sogar gleich so viel Newtonmeter oder gleich viel wie ein Aventador. Der hat auch 690. Ist das Zufall? Ich glaube nicht. Also ich gucke mal nach Designs. Also Wagen, der verträgt ruhig Farbe. Also da kann ruhig. Ja. Also nein, meine ich. Da kann man ruhig was riskieren. Das hat auch schon was, ne? Police? Ne. Aber Ford Spoiler geht gar nicht mehr. Der ist irgendwie zu klein. Das gefällt mir doch schon. Alter. Sind beide ziemlich geil.
Was haben wir hier noch? Liberty Walk New. Ich weiß nicht, aber das kommt mir irgendwie bekannt vor, das Design. Ich kenne das irgendwo her. Ich weiß ja nicht, wo oder ob es in einem Spiel vielleicht mal berühmt war. What the fuck? Yamiko LP870-4C. Okay. Sagt mir nix. Oh. Das Blau hat schon was. Oh, ich das auch sexy finde, ne? Das ist schon eine böseste Wagen, so oder so. Egal, wie man den macht. Ich probiere erstmal. Wir machen mal zwei farbig erstmal, komm. Oh, ist der bereit. Oh, ist das schön. Ich wette, auf der Theke, auf der Liberty Work Theke, kann auch jemand drauf schlafen. Wahrscheinlich. Ein dünner Mensch. Kannst du da drauf legen, auch mal drauf pennen auf dem Ding. So, kurz angucken hier. Oh, das gefällt mir sehr, sehr gut. Naja, Liberty Rock Performance. Ja, die Felgen, ich finde, die wirken geil bei den Dingen jetzt. Mal so mal der Farbe. Alter. Das ist hammergeil. Komm. Nehmen wir. Super Design. Gefällt mir schon mal. Da ist er. Boah, ey, der ist aber auch breit, das Ding, ne? Leck mich am Arsch. Hat ein 6-Gang-Getriebe, sequenziell. Müsste auch Schaltwippen haben. Das hat, glaube ich, auch einer der wenigen Versionen im Lago mit halt so einem Getriebe. Nicht mit Handschalter. Bin mir aber nicht genau sicher. Upp. Ja, in Raum. Kann sich sehen lassen, auch mit diesen gelben Nähten noch. Finde ich nicht schlecht. Der Sound einfach jetzt schon. Einfach Hammer. Die Scheiben hat er auch getönt, der Junge. Passt dem Wagen aber auch. Der Lambo muss einfach dick auftreten. Obwohl er schon richtig dick auftritt. Der ist gar nicht mehr so viel so zu machen. Ich weiß halt mal in die Richtung, ja? Wir fahren immer rechts lang, aber diesmal fahren wir links lang. Obwohl das Auto viel zu schnell ist. Die Rückleuchten, So, rückwärts, wie sieht das aus? Okay. Erstmal den Sound genießen. Alter! Der Sound! Fahren wir los, okay? Ja, schalten wir da schnell und beschleunigen auch. Alter Verwalter. Okay, das war schon. Alter, leck mich fett. Natürlich, Karre muss tief, die ist tief. Ja, er kennt mich doch, ne? 6,9 cm, auch ist doch nix. Passt doch noch ein Finger drunter. 77%, da passt eigentlich soweit. Ja, auf 100, 2,7 Sekunden, das ist wie 353. Ist halt die Frage, geht da noch mehr? Machen wir das auch jetzt mal von Grund auf. Ich mal gucken. Ich will auf jeden Fall so über 100 km im ersten Gang haben, weil er kann ruhig lang sein. Vor allem auch, wenn er so schnell startet. So, komm. Fehlgeschlagen. Der muss noch kürzer. 2-1 zu weit. 2,45. Mal gucken, was er da sagt. Also 100, 510 km wäre schon nicht schlecht. Okay, wir machen es doch. So. Zweiter Gang. Ja, so 1,90. 150, das geht in Ordnung. Der soll schon kurz. Macht auch nämlich geilen Sound beim Schalten. Wenn er richtig schnell hochdreht, dann hat nur 70. Der vierte kann natürlich wieder etwas länger. Ein ganz kleines bisschen. Ich glaub, der 60 ist auf jeden Fall drin. 229.
Künftig so vielleicht so bis 280, 290. Ja. Der sechste, der darf halt auch schon lang sein. Ich würde sagen, gut, hoffentlich guten Topspeed von 353. Okay. Das glaube ich nicht. Ja. Mehr viel drin. Laut Daten zumindest. So. Ich fahr nochmal zurück. Das war beim Anfang, ne? Dieser F12. Das kann Lambo einfach. Danke, mein Freund. Was wird das hier? Die Straße ist eigentlich bald genug, aber gut. So, nochmal. Nochmal mit Vollgas. Oh ja. Oh ja. Ich find's geil. Der Sound. Wie du vom Gas gehst, ne? Ich könnte die Dinger hier an der Seite hochgehen. Ist halt auch für bessere Kühlung für den Motor. Wenn die Luft da reinströmt. Tipp ich mal. Warte, das wollte ich nicht. Was ich aber machen wollte, warte. Entschuldigen, so. Jetzt sagen wir uns von vorne angucken, wie das aussieht. Wenn die ausgefahren sind. Muss ich dazu noch was sagen? Muss ich dazu noch was sagen? Ich glaube nicht. Wir fahren mal ein Rennen. Guck mal, wie gut er sich so schlägt. So, was können wir denn Schönes fahren? Ich bin auch wie. Oh, wir könnten Straßenrennen fahren. So, was haben wir denn hier Schönes? Das nehmen wir schon mal. Machen wir mal Straßenrennen. Genau wie mit dem Amatador. Ist halt auch so ein Auto, um halt zu zeigen, was man kann, ne? Oder hat, eher gesagt. Ne, wirklich, wirklich schickes Design, muss ich sagen. Gefällt mir richtig, richtig gut. Die Augen sieht richtig böse aus. Steht nach vorne. Ray Racing oder so? Keine Ahnung. Dann auch ein Spruch an der Seite. All the people living. Nochmal LB Performance in klein, aber in sehr klein. Lesbar. Die Felgen, die sind echt geil. Die passen zu dem Wagen. Die würden wahrscheinlich auf jedem anderen Auto scheiße auch sehen. Außer auf dem. Da sehen sie geil aus. So, Stadtasphaltschneider. Gucken wir mal. Ich sehe, ja, Porsche, Ferrari, ja. Ah ja, wir haben schon keine billige 5. Wir haben hier noch R8, Richtung 509, Panamera, eine Corvette, okay, die ist nicht so. Okay, 211, ja, F1 GT, alles klar. Supercar, TVA, Hässlichkeits Award, F-Type AE und DB11. Ja, ich würde sagen, ich habe den dicksten Wagen. Wie hat immer noch jeder Wagen, ne? Hallo. Was wird denn das hier F-Type? Aber der ist gut. Okay, das ist ein Auto. Square. Komm. Kamera, ey. Schon Sound. Das war ein wenig motiviert. Vorher übermotiviert. Bremsen sind auch so lala. Meine 1,6 Tonnen müssen erstmal zum Stehen gebracht werden. Oder auch in die Kurve gebracht werden. Das ist quasi jetzt Entspannung. Das soll doch mein Part sein hier eigentlich. Das ist der meine Strecke. Was Speed müsste man eigentlich mehr als genug haben.
Aber Lambo. Ein kleiner Kampfstier. Obwohl klein, naja. Ein fetter Kampfstier. Muskelprotz. Okay, das ist ein Auto. Ich will die Kurve nicht so weit außen fahren. Warum darf sie auch nicht? Ich vergesse, die eben will. Nein, Fahrbahn. So macht man das definitiv nicht. Also es war schon ganz gut. Ich will aber auf dem Gas bleiben. Ja, das passt soweit. Sechster. Oder? Hat die komplett vor der Kanal gerammt. Sechster. Na gut. Nicht so erfolgreich. G211 war eigentlich klar. Weil in der Stadt ist halt ein 211 beste. Okay, R8, gut. Panamera, nicht schlecht. 509, alles klar. Ich wollte zu verkaufen, 9. Platz, der Rennwagen. Nicht immer so geil, ne? Also einkurven. Aber schwerer Lambo auch nicht. Obwohl Panamera ist ja auch nicht gerade leicht. Aber ist mir egal. Trotzdem geiles Rennen. Nur ziemlich enge Kurven teilweise. Das tut dem Wagen nicht so gut. Und dann nach 2 Minuten fahren, hat man den Wagen halt auch nicht so krass unter Kontrolle, ne? Dass man direkt alles einschätzen kann. Hätte auch zurückspulen können ein bisschen öfter, will ich aber nicht. Hier noch eins, okay, das ist ein bisschen viel Start. Was haben wir denn noch hier? Nee. Das hier? Ach, ich kenne das jetzt. Ich weiß, was das ist. Na komm, machen wir. Könnte auch in die Hose gehen. Aber es ist nicht ganz so kurvig. Und nicht so enge Kurve. Kann man alles ein bisschen schneller nehmen. Will ich zumindest. Mach hier wieder alles ein. Zack. Oh, sexy Scheinwerfer. Muss ich mal gönnen, so ein Lambo. Was kostet der eigentlich? Ich denke mal neu, was hat der gekostet? 250.000, 300.000, schätze ich jetzt mal. Mit Huracan, was kostet denn so ein Huracan? 220 jetzt, glaube ich? Neu? Ich weiß gar nicht, oder war das 180? Eins von beiden. Ein F12 fährt mit. Aber es regnet wie auf Allrad, das finde ich sehr gut. Neu dabei ist ein F12, ein BAC Mono, jetzt der 311 auch. Battle Super Sports, ein Donker Ford und XKRS, ein Donker Ford. Viel Spaß. Das kann lustig werden mit denen. Den kann auch ziemlich lustig werden, das wird auch lustig. Die Kurve nicht kriege. Der Sound, ne? Der so hoch dreht. Alter, Kurvenlage ist scheiße. Bremsen. Uiui, das war aber letzte Rolle. Ja. Der Baum hat mich magisch angezogen. Mal gucken, was da auf dem Boden liegt. Da hat vor mir einer noch Müll geschmissen. Würde ich wegräumen. Na, hier, der für die Umwelt. Lieber Pflanzen. Sind wir auch hier beruflich in Forza Holzhacker. Holzhacker meine ich. Ja. Wer kennt den Beruf nicht? Holzhacker. Natürlich. Den habe ich voll gesehen, den Wagen. Ferrari, Victor. Manchmal viel zu vorsichtig, manchmal viel zu riskant. Was bremst du denn da, Bentley? Okay, hier muss er bremsen, das habe ich auch gesehen. Aber was hat er da vorne gebremst? Hier, was? Achso, wegen dem Auto vielleicht.
Ich würde gerne auf dem Treppchen landen. Das wäre nicht schlecht. Wow. Alter. Der Grenzer, ne? Ich sehe so wenig. Die Lotus, den habe ich gleich. Okay, den nehme ich sie auch gleich. Okay, ich kann jetzt mega viel aufholen. Das ist ja nur noch geradeaus quasi. Ich habe ja auch irgendwann keine Chance mehr, das ist ja länger. Ich habe halt nur Topspeed. Beschleunigung geht gut. Aber Topspeed komme ich schön ran, deswegen wird auch Treppchen drin sein. Der Bus ist aber gut unterwegs, ne? Leider nicht gut genug, mein Freund. Mein dritter Platz. Ja, was ist da vor mir? Gucken wir mal. Okay, R8 und F12. Gut, das sehen ziemlich nett aus. Meine Nagel. 9, R8, R8. Ich lasse es. Am Ring sieht auch schön aus. Die schönen gelben Bremssättel. Und gefällt mir auf jeden Fall. So, Geld. Kinderkram. P, Kinderkram. Aber bald 300, es ist nicht mehr lange. Noch gut anderthalb Level. Und dann gewinne ich bestimmt so 2000 oder so. Oder richtig gammeligen Preis oder richtig gammeliges Auto. 100 pro. Aber es ist einfach immer so. Ja Leute, dann ne, danke fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns auch hoffentlich am Freitag wieder, wenn die nächste Folge kommen wird. Und dann wieder richtig geilen Auto. Dann würde ich sagen, tschüss.